in der letzten Mission ein Archon mal in Aktion erlebt. Und das war schon ein bisschen, sah ein bisschen böse aus. Zum Glück ganz gut überstanden. Drei verwundet. Gucken, wie lange die verwundet sind. Autsch! 24 Tage. Das ist nicht so gut. Zum Glück habe ich noch Specialists. 2 Tage, 7 Tage. Ich brauche echt mal einen neuen Grenadier. Einen Psi-Soldaten haben wir noch in der Ausbildung. Ganz ohne Grenadier ist irgendwie auch blöd. 7 Tage, 7 Tage. Braucht bestimmt mal ein paar mehr Psi-Soldaten. Sollte danach auch den nächsten ausbilden. Find's ein bisschen schade, dass ich meine anderen Soldaten nicht ausbilden kann. 4 Tage. Alle, das passt soweit sonst schon. Will ich irgendwas Neues bauen noch? Ups, das wollte ich nicht bauen. Was könnte ich denn bauen? Energiespule, Energierelais. Ich habe zu viel Energierelais und Kommunikationszentrale. Könnte ich sogar noch. Da kann ich. Kann man theoretisch 2 reinsetzen, muss aber erst verbessern. Oh ne. Können wir sogar jetzt schon 2 reinsetzen. Wo kann man noch 2 reinsetzen? Ins fortschrittliche Kriegs. Nee, kann man nur einen. Eigentlich ist das Kommunikationszentrale, mit das am meisten profitiert. Man kann ja, wenn ich hier eine Einrichtung baue, eine Werkstatt, dann kann ich halt Gremlin-Drohnen, wie ich es richtig verstehe, statt Ingenieure in die angrenzenden Räume schicken. Was brauche ich denn noch? Schattenkammer. Was baue ich denn noch? Werkstatt, Kommunikationszentrale. Weiß nicht, was ich noch bauen kann sonst. Was ich überhaupt noch brauche. Vielleicht kann ich jetzt bald eh keine Sachen mehr bauen, die ich noch brauche. Vielleicht baue ich mal was Neues. Eine Werkstatt. Dann könnte ich einen Ingenieur hier abziehen. Aus dem Heilkriegszentrum, was ich oft eh nicht brauche. Das Kommunikationszentrum. Eigentlich müsste man echt die Werkstatt neben das Kommunikationszentrum bauen. Ich frage mich gerade, ob es sich überhaupt noch lohnt für mich. Vielleicht kommen auch noch neue Einrichtungen hinzu, eine Werkstatt zu bauen, und ob es sich das überhaupt nicht mehr lohnt für mich. Das ja praktisch schon vorbei ist, dass man das dann anders priorisiert alles. Ich weiß auch nicht, ob die Schattenkammer nachher Ingenieure nutzen kann. Vor eine Werkstatt. Sergeant Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Maschinen werden entfernt. Mir empfiehlt gerade, ich soll einen Ingenieur ins fortschrittliche Kriegszentrum stecken. Finde ich jetzt aber allerdings gerade nicht so spannend, weil die Verwundeten sind nicht so lange krank, dass ich da unbedingt brauche. Energierelais, da habe ich einen freien und da habe ich einen freien. Die Schattenkammer würde ich dann da reinstellen. Gerade ein bisschen geguckt, wie sich das genau auswirkt. Kann ich es von 20 Tage auf 10 Tage ändern? Okay. 10 Tage 20, 12. Psyberlabor läuft. Kommunikationszentrale brauche ich und, und. Okay. Keine Vorräte mehr, natürlich nicht. Die erholen sich. Da bla bla bla. Ups. Hier wird geforscht noch 3 Tage. 4 Tage in der Plasmagranate. Ich glaube, ich mache erstmal das Funkrelais fertig. Wann ist der nächste Vorratslieferung? In 12 Tagen, wenn schon. Es werden halt dann wieder mal mehr, wenn ich das hier baue. Wenn ich den Kontinentalbonus möchte, müsste ich es noch bei der zweiten machen, um dann halt den Bonus zu bekommen, aber die 2 Waffenverbesserungen, habe ich so viel überhaupt? Machen wir das einfach zu Ende. Kurs auf Südafrika. Funktürme bringen mir halt was für angrenzend, um Kontakt mit angrenzenden Gebieten aufzunehmen.
hilft mir jetzt da nicht so viel. Da würde es mir wieder helfen, weil ich weniger Infos brauche. Signal ist laut und deutlich. Also, wenn ich jetzt hier das noch mache, habe ich halt, kann ich günstiger nach Südamerika. Wenn ich hier in Ostasien den baue, kriege ich knapp 40, 46 mehr. 46 mehr Vorräte und kann halt günstiger nach Neu-Indonesien rüber. Hier oben habe ich schon einen Turm, kann deswegen günstiger nach Nordamerika. Ich mache jetzt halt den Turm einfach. Nämlich habe ich den Bonus fertig. Habe ich es einfach hier mal fertig. Ah, geht eh nicht. Weil nicht genug Vorräte. Dann hat sich das eh erledigt. Na dann. Dann graben wir halt den Panzer aus, würde ich sagen. Das kann ich mir also auch nicht leisten. Ganz vergessen, dass ein Funkrelais auch wieder Vorräte kostet. Alles kostet hier was. Oh, fuck. Das war das dritte, das schlimmste Ereignis. Natürlich ist ein großer Durchbruch. Wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Okay, ich muss Nordamerika knacken. Ziemlich schnell. Aber ich habe eh nicht genug in... Ich muss eigentlich warten, oder ich muss es halt in diesem Monat angehen. Obwohl der Alien-Code aktiv ist. Fuck. 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 Die Frage ist, wann der nächste Punkt dazu kommt, ne? Ich speichere mal. Und den Speicherstand nennen wir okay. Die Frage ist halt, wann der nächste Punkt dazu kommt, ne? Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Neue Forschung, Plasmagewehr, neue Forschung, Servorüstung, Einrichtungsverbesserung, Ethereum-Leitung. Okay, das Energierelais nochmal verbessern. Plasmagewehr. Servorüstung. Die Frage ist, ist eine Serie, ist das wieder eine Standardrüstung oder ist das was, was einen Slot verbraucht? Einrichtungshinweis. 3 Tage, vielleicht kann ich dann früher angreifen, das mache ich mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Dann kann ich vielleicht eine in einem bereits erschlossenen Gebiet angreifen und zumindest die Doomsday Clock um einen zurückdrehen. Plasmagranate. Nice. Fortschrittlicher Sprengkörper. Das muss ich dann erst bauen, oder was? Ah ne, es kostet. Habe ich erstmal alle Granaten verbessert, oder? Brauche ich mir noch einen Exo-Anzug? Die sind halt auch ziemlich stark. Ein zweiter Exo-Anzug wäre schon eine geile Sache. Auch für den Psy-Kollegen vielleicht. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Kostet auch keine Vorräte. Ich bin mal auf den Psy-Soldaten gespannt. 4 Tage braucht er noch. Ja, das passt schon so.
hoffe auf die Forschung halt, dass ich weiß, wo die ist. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. In Neu-Australien. Ja, danke, in Australien. Warum denn da? Warum denn nicht in einem bereits bekannten Gebiet? Fuckers. Plasmagewehr. Was erforsche ich denn? Servorüstung. Wisst ihr es mit der Servorüstung? Das wäre doch mal ein guter Tipp. Ist das eine Rüstung, die einen Slot verbraucht, oder ersetzt das die normale Rüstung? Ich möchte mal ganz kurz raus. Archon, Autopsie, Berserker, Advent Mac, Servorüstung, Plasmagewehr. Ich glaube. Plasmagewehr. Und dann müssen wir die Strahlenwaffen nicht richtig zu verstehen. 20. Nehmen wir die Servorüstung. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So, gucken wir auf die Karte. Wo ist denn die neue Einrichtung, die wir jetzt hier so mühsam erforscht haben in Neu-Australien? Hat er mir einfach die gezeigt, die ich schon kenne, oder was? Ist das hier neu... Nee, ist Neu-Indonesien? Ist das hier... Ich muss erst Neu-Indonesien-Kontakt... Ach, ich muss erst Indonesien und dann Australien-Kontakt stellen. Aber ich habe doch extra erforscht, dass ich weiß, wo eine neue Basis ist. Dann hat er mir einfach die Basis gezeigt, die ich eh schon kenne. Ja, Neu-Australien, genau. Ich habe einen Hinweis erforscht zu einer Basis, die ich eh schon kenne. Ja, vielen Dank. Das war ja die Forschung wert. Wenn ich die Basis schon kenne. Das ist auch gemein vom Spiel, dass er mir eine Basis zeigt, die ich schon kenne. Also. Oder kann ich da direkt hin, meint jemand? Jemand meint, ich kann direkt hin. Ah, ich kann direkt hin. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt kann ich sagen, danke, das ist ein Tipp so rum. Ich muss gar nicht Kontakt aufnehmen. Ja, okay. Der Twitcher hat immer 30 Sekunden Verzögerung. Das hilft mir. Okay, doch, zu früh geraged. Dann würde ich sagen, bevor mir die Zeit abläuft, sollte das mal relativ hohe Priorität haben. Wie sieht es denn aus? Wer ist denn verfügbar und wer ist nicht verfügbar? Und wie viele Tage dauert das noch? Ich würde am liebsten noch 2 Tage auf die warten. Ich speichere mal, dass das nicht in der Zeit verloren geht. So, dann würde ich jetzt am liebsten 2 Tage noch überbrücken. In 2 Tagen habe ich einen neuen Exo-Anzug. Einen Psi-Rekruten und mein Grenadier. Ich würde sagen, das sind 2 Tage, die es wert sind. So schnell läuft das eigentlich nicht weiter mit dem Avatar-Projekt. Operation Bernstein, rette eine VIP aus Adventszelle, ja. Andermal. Hä? Aber wenn ich ignorieren mache, ist der Auftrag sofort weg, oder was? Bleibt da nicht mal ein Missionsmarker? Okay, das ist schlecht. Das wollte ich eigentlich nicht. Die Mission komplett ablehnen. Aber die verfällt dann. Sonst habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie gemacht. Deswegen. Oh, das ist aber ärgerlich. Aber ich muss eh die Mission angehen. So, ich warte noch auf den Exo-Anzug. So, die Gefahr ist, wenn ich jetzt den Einsatz mache und Soldaten verletzt werden, habe ich nicht genug für den anderen. Ach, ich mache den jetzt einfach trotzdem. Setze Kurs auf die Arktis. Und fliege dann von da aus direkt runter. Guck mal kurz. Oh, das sind die neuen Granaten, oder was? Nice. Nice. Plasma-Granaten for the win. So,
Ich wollte trotzdem mal kurz gucken, wenn ich jetzt mal hier einen Scharfschützen rausnehme. Wen soll ich mir denn mitnehmen? Also auf jeden Fall in der nächsten Mission brauche ich meine Top-Leute. Ganz kurz gucken, wie schwer wird denn der Einsatz? Schwer. Ja, ach, schwer. Pappelapapp. Also in der nächsten Mission will ich auf jeden Fall ein Grenadier, der sollte mir nicht verletzt werden. Grenadier wird aus dem Einsatz genommen. So. Scharfschütze wird eh eher nicht verletzt. So. Ich nehme einen von den beiden. So. Sam. Bleibt auch zu Hause für den Avatar-Einsatz. Und ich hole den Krishna zurück, übrigens, der ist ganz nett. Okay. Hier, genau, das ist einer. Dann gucken wir mal, wie viele Specialists habe ich. Idi. Schwerverbrechen. Okay, 17 Tage. Puh. Ich brauche auf jeden Fall ihn im nächsten Einsatz. Ich nehme vielleicht zwei Scharfschützen mit. Gucken wir doch das mal an. Captain, Corporal, Lieutenant, Lieutenant. Hier kommt jetzt die Abzug. Jetzt kommt eher so das B-Team mit. So, ich nehme alle raus. So. So, also. Wir gehen mit der Reihe nach vor. Ranger. Fangen wir mit dem Ranger an. Ich habe drei Ranger, zwei Captains, ein Sergeant. Da kommt der Sergeant mit. Das wird jetzt so ein kleiner B-Team-Einsatz jetzt. So. In den nächsten Einsatz möchte ich ganz gern zwei Ranger mitnehmen. So, der Grenadier kommt nicht mit, weil den brauche ich auf jeden Fall im nächsten Einsatz. Dann nehme ich... Wie viele Ranger habe ich noch übrig für den nächsten Einsatz, die auf jeden Fall dabei sind? Die beiden Captains. Okay, passt. Dann nehme ich mal einfach zwei Scharfschützen mit. Und zwar die Jiang. Und... Derek Jefferson. So, dann nehme ich von den Spezialisten schwer verwundet nehme ich Iggy mit. Nehme ich noch einen zweiten Spezialisten mit, der hoffentlich sich erholt. Ich glaube, um den zweiten Ranger komme ich nicht drum rum. Habe ich zwei Ranger, zwei Specialists und zwei Scharfschützen. Ja. Das passt schon. Passe ich halt auf die gut auf. Das passt, das passt, das passt. Und, rüsten wir die noch ordentlich aus. Okay, sie erstmal. Hat den Flammenwerfer, die neue Plasmagranate. Das sieht alles gut aus. Okay, einer kriegt den Schädelstecker und einer kriegt den... Oh ne, Medkit kriegen beide. Wo ist ein Idi? Idi, Idi, Idi. Da. Idi kriegt Medkit. Und Schädelstecker. Und sie kriegt, weil sie im Private ist. Hä? Achso, ich muss meine Ausrüstung freigeben. Irgendwer anders hat das Medkit. So, Medkit. Hä? Was? Wie? Wo? Irgendwas verklickt. So. Private. Kriegt das zweite Medkit. Wille 0. Bevor sie durchdreht, kriegt sie noch Gedankenschild.
So. Zwar keine Granate, aber ist immun gegen den Scheiß. Okay, einer der Scharfschützen. So, der Lieutenant kriegt den Spinnenanzug. Und die Krallengeschosse. Er kriegt... Nö, er braucht den zweiten Slot gerade gar nicht. Da muss ich noch ein bisschen was herstellen, dass ich für manche Leute den zweiten Slot nutzen kann. Okay, mein Ranger. Mein Ranger bekommt Gefahrgutweste und die Plasmagranate. Und er hat die Plasmagranate und... nicht mehr viel übrig. Die Nanoweste halt. So, die B-Truppe wird jetzt auch nicht so groß mit Waffenverbesserungen ausgestattet. Obwohl, ich habe glaube ich ein paar... Obwohl, gucken wir mal hier noch rein bei Johnson. Was hat sie denn für Waffenverbesserungen? Überragendes Zielfernrohr, 15. Was haben wir denn hier noch? Kostenlos nachladen. Beides nicht so wichtig. Ich habe gar nicht so viele Verbesserungen oder gute Verbesserungen. Man sieht auch den Flammenwerfer und... Und das... Zielgenauigkeit bei irgendjemandem, Sergeant, Lieutenant, nö. Nö, nö, nö. So taugt mir das doch schon. Und damit ist die Truppe eigentlich bereit für den Einsatz.